EA Sports. It's in the game. Servus und herzlich willkommen zurück zu FootDraft in der Demo von FIFA 16. Ich bin jetzt gleich schon mal zur Aufstellung vorangeschreitet, damit wir vielleicht hier noch eine halbe Minute rausholen können. Das sind etwas lang geratenen Parts. Und ich muss sagen, das ist alles nicht so schön hier. Ich mag die nicht, ich mag die alle nicht. Na gut, dann nehmen wir halt 4-4-2. El Capitan, Das ist ja alles nicht so geil. Zumindest ist Silver jetzt wieder ein ZOM, ne? Aber sonst... Na komm. Wie kriegen wir denn auf der Stürmerposition noch dazu? Ja, das mache ich doch glatt. Was kriegen wir denn links noch kredenzt? Wegen dem Link. Rechts bekommen wir... Aber ich nehme mal Robben. Wenn man schon mal kriegen, nehme ich Robben. Ich nehme jetzt mal Fernandinho und hoffe, dass ich hier einen kriege, der besser passt. Modric. Kaboom! Lacazette kriegt jetzt nur 7 Chemie. Ich brauche einen guten Rechtsverteidiger. Ja, gut ist es jetzt nicht, aber der bringt den Link, den ich hier noch brauche. Der kriegt trotzdem nicht mehr Chemie? Toll. Wen habe ich denn jetzt da stehen? Das ist Modric, ne? Ja, dann nehme ich. Aber der kriegt trotzdem 10 Chemie. The Keeper ist. Mandanda. So. Das ist so ein richtiges Scheiß-Team bis jetzt, ne? Ich würde gern Hummels nehmen, aber der passt leider nicht ins Team, deswegen nehme ich Varane. Und Alba. So, ich komme schon auf 100 Chemie. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wow. Jetzt weiß ich, warum man das lieber selber machen sollte. Himmels Willen. Dumbia, ja. Aber der Rest? Oh wei, oh wei. Nee, da... Nee, das geht besser. Ich habe auch keinen Linksverteidiger aus der Barclays Premier League mehr bekommen, ne? Ja, das... Ja, gut. Dann lassen wir das so. Ich meine, das Team ist okay so, ne? Wir haben jetzt 3 Spieler mit 7 Chemie. Das ist jetzt nicht zu wenig, aber jetzt auch nicht überragend. Robben, Fernandinho und Lacazette. Aber das funktioniert schon. Und so haben wir dann halt auch ein relativ starkes Team. Vielleicht kriegen wir jetzt noch Bundesliga, Ligue 1 oder Premier League hier. Irgendwie sind hier nur Premier League-Manager drin. Das ist nervig. Ich hoffe, dass das im Endgame dann anders ist. So, Top-Spieler. Wieder 183. So. Okay, ich gucke jetzt nochmal, ob sich da was geändert hat. Ja gut, der hat jetzt 8 Chemie. Wird passen. Wir gehen direkt in die Partie rein und jetzt gucken wir mal, wer ist denn jetzt unser Gegner. Letztes Mal war es Real, ne? Na komm, dann nehmen wir jetzt Barca. Was ist denn das? Nee, dann spiele ich lieber in Weiß. So. Alvaro was weiß ich. Nein, nicht wieder die Abwehr-Skill-Challenge. Ich mag die nicht. Ey, da kommt man nicht hinterher. Ich komme da nicht hinterher. Ich kann mir nicht helfen, aber... Da habe ich ihn dann, ja. Na, es geht schon.
Ja, okay. Ich werde in den Skillgames schon zurechtkommen. So. Es gibt leider auch keine Einlaufmusik jetzt, weil ich die Musik ausgestellt habe. Das ist ein bisschen doof. Aber EA-Tracks kann man nicht ausschalten. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Okay. Ach, ich habe jetzt vergessen, auf Weltklasse umzustellen, fällt mir gerade ein. Kann man das noch? Geht das noch? Spieleinstellungen? Nein. Kamera, da könnte ich auch mal... Pro. Ich habe immer Übertragung Tele gehabt, ne? Ich glaube jetzt mal im Standard. Ich kann die Schwierigkeit nicht mehr einstellen, ne? Na gut, dann spielen wir nochmal auf Profi. Dann nehme ich dann die Weltklasse für das Show-Up für die Bundesliga-Anzeige. Ich spiele mit Dortmund gegen Gladbach und dann spielen wir auf Weltklasse. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Barcelona ist so schon heftig genug, glaube ich. Vor allem, weil unser Team jetzt nicht optimal gelagert ist. Fernandinho! Wow, den hat er gut raus. Ja, die kommt gut, aber zu nah auf dem Torhüter. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, okay. Das ist okay. Solange es kein Tor wird, bin ich damit allem zufrieden. Na. It's me, Einwurf. Dann stopp ich runter. Nein, ich wollte doch auf die andere Seite. Jeder hätte auf die andere Seite gewollt. Mann. Jetzt macht er da seinen Freistoß nicht, weil ich da stehe. Wie das letzte Mal. Da wird Lewis ewig gewartet, bis er Freistoß macht. Das hat er dann erst gemacht, als ich weg war. Und von dir nicht okay. Ah. Oh. Ii. Hey. Hopsa und boing. Samir. Samir, sag mir doch mal, wo willst du denn hin? In die Strafraume. Das war kacke. Bis zu diesem Punkt. Nicht. Auswahrer. Naja. Naja. Ja, spiele aber auch Kackbälle schon wieder. Das letzte Mal noch gesagt, ich muss darauf achten, dass ich mehr Ballbesitz habe, damit ich auch mehr machen kann. Und spiele solche Bälle, ey. Na! Ja. Der läuft schon wieder im Kreis! Und dann kommt der Ball nicht mal an. Ich versuche jetzt mal irgendwie über Robben zu spielen mal. Wenn es es ergibt. Es ergibt es aber gerade nicht. Immer schön, wenn die Stimme so wegbricht und man so. Ich weiß nicht, wohin der mag, der Ter Stegen, der. So, Modric. Der hat doch einen guten Schuss. Oder auch nicht. Ja, kann auch sein, dass Longshots nicht mehr so gut funktionieren wie FIFA 16, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass man überall irgendwie noch was dazu drücken muss. Ich freue mich auf Tutorials und versuche mich bis dahin auch über Wasser zu halten. Oh Gott, ich werde auf gar keinen Fall Tutorials selber machen, ne? Nicht, dass ihr auf die Idee kommt. Mach mal ein Tutorial, wie man gut verteidigt. Witzig.
würde mich eher noch mit meinem Fitness-Channel anfangen, als dass ich da irgendwelche Tutorials mache. Das ist nicht gut. Das war gut. Immer noch so ein ödes 0:0. Ich muss jetzt da mal ein Türchen schießen. Sagte er und kassierte eins. Okay. Mondondo. Hat er gut gemacht, aber die Annahme war kacke. Jetzt ist er wieder durch mit den Jester rein und dann flankt er rein und. So. Karim Benzema mit Haaren. Ach, warum mache ich da nichts? Nur gerade auslaufen funktioniert nicht. Oh oh. Alter, 4 gegen 1. Ja, geh halt einer drauf. Ja, was soll ich denn da noch machen? Ich weiß nicht, das als zweiter Spieler draufschieben funktioniert irgendwie nicht richtig manchmal. Oder überhaupt nicht, ich weiß es nicht. Le Freistoß. Gelb für Alves. Robin, kann der Freistöße? Geht so, aber ich habe keinen besseren. Ne? Nee. Volle Möhre! Na, war einfach zu weit weg auch. Schön, dass er sich selber im Ball hinspielt und dann hinlaufen muss, weil keiner hingeht. So, jetzt versuchen wir es mal ein bisschen breit zu machen, alles. Naja. Aber immerhin haben wir nicht so wenig Ballbesitz wie das letzte Mal. Geht also noch. Aber trotzdem müssen wir mal aus unseren Chancen ein paar Türchen machen. Barcelona hat jetzt vielleicht einmal wirklich aufs Tor geschossen und der war halt drin. Der ist zu lang. Ich versuche jetzt mal nur den zweiten Spieler drauf schieben zu lassen. Ja, der geht aber nicht wirklich hin. Also er läuft hin, aber er geht nicht drauf. Also nicht mal ansatzweise. Ist ein bisschen wenig. Torwart. Und der Abwurf. Ach, das funktioniert nicht mehr so einfach wie in FIFA 15, dass man einfach so einen ganz Minimalhaken macht und dann kommt man am Spieler vorbei mit einem Pass. Kein Elfer, war auch keiner. Mal ein Distanzschuss! Ja, kann er nicht festhalten. Das ist halt leider trotzdem auch kein Tor geworden. Immer mehr auf die Spielweise von FIFA 16 einlassen. Nicht so FIFA 15-like spielen, wie ich es mache. So, zack. Schön durchgesteckt und der muss. Der muss doch! Jetzt hätte ich wahrscheinlich Finesse-Shot drücken müssen. Nach dem Wort habe ich das letzte Mal gesucht. Finesse-Shot, ja. Wenn er dann vielleicht macht.
Komm nicht mehr hinterher. Alter. Die war kacke. Kommt da trotzdem an. Oh oh. Alba gegen Messi. Yes! Schön gespielt. Man macht dann nicht. Dann, das gibt's doch nicht. Jetzt spiele ich hier mich schön durch, aber es geht einfach nichts aufs Tor so richtig. Schön gespielt! Nachschuss, Tor! 1-1, jawoll! Da tanzt er sich eins, wunderbar! Finally! Hier schön gespielt und hier rein und dann sehe ich, dass er läuft und dann stecke ich ihn noch durch und dann kann ich Ter Stegen noch einmal rauskratzen, aber dann ist er halt trotzdem drin. Fernandinho gönnt sich hier das 1-1. Ganz, ganz wichtiges Tor. Das haben wir uns erarbeitet mit vielen, vielen guten Kombinationen und Chancen, die wir vorne hatten. Und dann geht endlich mal einer rein, auch wenn es nicht sauber war, weil er halt dann auch nur einen Abpraller verwertet hat. Aber es war ja sein eigener Abpraller. Das kann man dann schon mal so lassen. Wollen wir jetzt nicht auf dem Tor rumhacken. Drin ist drin. So, Samir. Wo wollen wir hin? Jetzt machen wir hier mal den hier. Lass meinen Ball. Lass meinen Ball in Ruhe. Bring ihn nochmal rein. Ah. Bringen wir nochmal rein? Nee, aber wir kriegen Einwurf. Okay. Modric! Ah. Zentral. Hui. Ha. Ha. Na. Hui. Yes, sir. Naja, Einwurf ist okay. Ich schaue jetzt mal, ob ich noch was zum Wechseln habe. Vielleicht ein bisschen Tempo. Ich meine, man kann irgendwie nicht mehr pacen, habe ich das Gefühl. Aber das ist ja nichts Schlechtes in dem Sinne. Was haben wir hier noch? Menes könnte man noch bringen. Bringen wir den mal für Nasri. So. Schauen wir mal, ob wir mit den beiden noch ein bisschen was ausrichten können offensiv. Oh. Ja, wo will er den denn hinspielen, bitte? Ich wollte ihn da auf jeden Fall nicht haben. Freund der Nacht. Ah. Da. Ach, komm schon. Ja, gut dazwischen gegangen. Ah. Ich stelle jetzt mal ein bisschen auf Offensiv hier. Jetzt einfach auch mal nicht wieder die Verlängerung haben müssen, sondern ich will es so noch schaffen. Den Siegtreffer zu schaffen! Oh, wei. Da war nichts mehr zu machen. Hier, da kommt er gut durch. Da habe ich ihn eigentlich, aber setzt sich halt durch gegen das Tackle und gegen den Kopfball. Sorry, aber da ist einfach kein Kraut dagegen gewachsen. Haben wir uns hier mal ein bisschen durchgedribbelt. Der war eigentlich super durch, aber irgendwie hat ihn der Torwart noch gehabt. Das ist der Wahnsinn. Ja, den kriege ich nicht mehr. Ja, jetzt sind es noch 4 Minuten auf der Uhr. Ich glaube, wir werden das nicht mehr hinkriegen. Das wird die zweite Niederlage im dritten Footdraft, wobei die erste kann man ja nicht wirklich zählen. Aber hier hatten wir auch oft Pech im Abschluss. Einen gut aufgelegten Marc-André Ter Stegen. Und haben defensiv, naja, viel falsch haben wir nicht gemacht. Bei dem Kopfball konnte man nicht wirklich was tun. Der war einfach vom anderen Stern.
Schauen wir mal, vielleicht können wir aus der Aktion jetzt noch was machen. Wir sind nochmal in der Offensive. Der ist durch, der ist durch. Der muss und der sitzt. Das ist der Wahnsinn. 2:2. Ohne Nachspielzeit. Das war wahrscheinlich die letzte Aktion. Hier setzt er sich schön durch und dann steht er hier vollkommen frei und knallt das Ding an Innenpfosten und rein. Seydou Doumbia. Und das ohne Pace. Ohne Pace macht Seydou Doumbia hier den wichtigen, wichtigen Ausgleichstreffer. Und wir können in die Verlängerung gehen. Es wird wieder ein bisschen länger, der Part. Aber what the fuck? Jetzt... egal. Schaut euch die Statistik an, das ist doch nicht wahr. Naja, einen Wechsel haben wir ja, glaube ich, noch. Wer kackt ein bisschen rein? Fernandinho kackt rein. Bring mal Lever. Ja, das wird jetzt nochmal ein heißer Tanz hier. Ich werde aber auf offensiv bleiben. Weil ich möchte jetzt schon offensiv spielen. Ich möchte jetzt hier nicht hinten rumwackeln und schauen, dass mir kein Gegentor reinfällt, weil Elfmeterschießen hat das letzte Mal schon so gut geklappt. Ah! Gut gemacht, schön geklärt. Die Zentrale und... ah, da wollte ich nicht hin. Ich wollte ihn lang spielen. Komm, gib die Pille her jetzt. Danke. Menes ist quasi durch, aber da wird er irgendwie abgedrängt von der Präsenz der gegnerischen Abwehrspieler. Und das sollte eine Ecke geben, gibt es aber nicht. Aber den Ball noch bekommt, die Ratte. Oh nee, jetzt ist er vollkommen frei durch. Schauen wir mal, was der Keeper kann. Was kann der Keeper? Nichts kann er. 3:2 durch Luis Suarez. Und wieder liegen wir zurück. Das dritte Mal schon in diesem Spiel. Das ist einfach zu gut gespielt, weil ich auf Offensiv stehe und da hinten die Abwehr einfach zu offen ist. Und da kann ich dann nichts mehr dagegen tun. Da kommt er einfach frei durch. Das ist dann für Suarez auch nur noch Formsache. Wo will er denn den hinspielen? Oh, fast der Fehler vom Torhüter. Das hat nicht gereicht. Irgendwie abdrängen, jawohl. Haben wir. Uns hier so ein bisschen durchzukombinieren jetzt. Jetzt wird es nämlich wichtig. Jetzt liegen wir nämlich wieder hinten. Jetzt ist Menes hier auf der linken Seite durch. Was kann er machen? Was kann er machen? Er rollt nach innen. Jetzt muss er schießen. Und direkt in die Arme von Ter Stegen. Da war mehr drin. Aber der Ball eben nicht. Zweite Hälfte der Verlängerung. Und das ist unfassbar unverdient, wie es jetzt steht. Ich muss an meinen Abschlüssen arbeiten, glaube ich. Das ist das Hauptproblem. Wenn ich mehr von meinen Chancen nutze, kommt es nicht zu solchen Situationen, die wir jetzt haben. Doumbia. Aber Alba ist halt auch schnell. Ja, und dann ist halt noch ein Verteidiger da. Die verteidigen schon besser. Oh, und hier nochmal ein schöner Kopfballversuch von Doumbia. Sorry. Aber es hat halt dann auch nicht gereicht, aus der Distanz da irgendwie Torgefahr zu entwickeln. Komme ich nicht mehr ran. Jetzt ist Barcelona wieder über der rechten Seite durch mit Messi. Fehlpass Messi, sieht man auch nicht oft. Aber ich lege halt dann meinen Fehlpass gleich hinterher. Komm, den müssen wir haben. Jawohl. Und jetzt hinten raus da. Guter Ball, der kommt an. Lacazette. Da war ich zu sehr unter Stress, den hätte ich nochmal reinlegen müssen. Vor allem, weil Lacazette einfach keinen Saft mehr hatte.
Boah, da lenkt er die Pille an Pfosten. Ich glaube, das war nicht einfach für Mandanda, aber jetzt liegen wir halt nach wie vor zurück bei 3 Minuten auf der Uhr. Jetzt können wir nochmal hinten rausspielen. Vielleicht können wir jetzt nochmal einen guten Angriff starten. Schön gedacht. Der kommt auch an. Robin, lauf halt schneller, Junge. Ja, die CPU will jetzt natürlich auch kein Risiko mehr eingehen. Und das war's. Wir verlieren hier mit einer unfassbaren Frechheit mit 3:2 gegen Barcelona. Wir hatten eigentlich weitaus die besseren Karten. Wir hatten mehr Chancen, die besseren Chancen. Und trotzdem gewinnt Barcelona hier mit 3:2, die aus 4 Chancen 3 Tore machen. Es ist krass. Es ist halt von der Lagerung ein bisschen unfair in dem Sinne, dass das halt nur Profi war jetzt. Und die halt eiskalt jede Chance reinmachen. Also andererseits war es halt Barcelona. Ich muss meine Chancen besser nutzen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich da schuldlos dran wäre, wie es gelaufen ist. Aber es ärgert einen trotzdem. FIFA Rage. Im Sinne, das wäre es wahrscheinlich jetzt mit dem Footdraft erstmal gewesen aus der Demo. Ich werde ihn privat vielleicht noch ein paar Mal spielen, aber ich werde ihn jetzt nicht mehr aufnehmen. Wir haben jetzt schon ein paar Spieler gesehen. Ronaldo war jetzt zum Beispiel noch nicht dabei. Ich denke aber auch, dass der in der Demo einfach nicht vorkommt. Das Spiel ja auch auf Messi ausgelegt ist und na, das kann ich mir schon durchaus gut vorstellen, dass Ronaldo im Footdraft hier noch nicht vorkommt. Vielleicht hat ihn einer von euch doch schon gehabt. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch in der Demo so gelaufen ist. Ich finde immer noch, das Spiel ist super, es macht durchaus Spaß und ich denke, die Problemchen, die ich jetzt momentan noch habe, dass ich da auch mal gegen CPU verliere, obwohl ich weitaus besser spiele und mehr Chancen habe, werden sich mit der Zeit lösen. Ich werde mir andere Wege zum Tor überlegen. Und ich muss sagen, mir gefällt sehr, sehr gut, dass man sich nicht mehr durchpacen kann. Das funktioniert wirklich kaum noch. Also man kann sich nicht mehr so, man schnappt sich nicht einen schnellen Spieler und rennt durch. Das geht einfach nicht mehr. Das fühlt sich die ganze Ecke mehr wie PES an, dass das viel besser ausbalanciert ist. Ich hoffe, dass es im Hauptspiel auch so ist. Und dann kommt es auf die Kombination an und das ist das, was den Fußball ausmacht. Wir werfen noch einen Blick auf Santiago Bernabeu und ich sage euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. In den nächsten ein, zwei Parts werde ich noch einmal mit den Frauen spielen. Und einmal das Bundesliga-Overlay zeigen in einem Spiel. Und dann wäre es das erstmal von der Demo gewesen. Und dann relativ nahtlos, je nachdem, wie ich die Parts jetzt einteile, wird dann das Hauptspiel bei mir erscheinen. Mit entsprechenden Let's Plays, die ich ja auch schon angekündigt habe in den letzten beiden Parts. In diesem Sinne nochmal danke fürs Zuschauen. Und ich freue mich auf euch im nächsten Part FIFA 16. Bis denn und servus. EA Sports. It's in the game.